Ja, servus, Freunde. Hier ist Sven von Schuberts Fotografie. Wie einige mitgekriegt haben, hat sich ja schon einiges getan. Wieder mal in diesem Jahr. Und wir sind ja jetzt vor kurzem erst, was heißt vor kurzem, vor einem Jahr erst nach Neukirchenbühl gezogen. In diesem Studio hier auf der Niederrheinallee 345b. Da wird sich auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen was ändern. Da gab es ein paar leichte Diskrepanzen. Ja, Diskrepanzen würde ich nicht sagen, aber ein paar unehrliche Geschichten. Und ja, deshalb haben wir uns jetzt was Neues gesucht. Und wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich meistens die andere. Und wenn man es alles ein bisschen positiv sieht und sich früh genug darum kümmert, wir haben auf jeden Fall was ganz Cooles gefunden. Das wird jetzt ein Studio sein, was auch in Flüen zu finden ist. Und zwar in der Einkaufsstraße in Flüen. Und ja, da wird euch also ein bisschen was zu renovieren, ein bisschen was zu tun. Aber da erwartet euch dann knapp 140 Quadratmeter und 8 bis 10 Sets werden aufgebaut, fest installiert. Der Boden, der wird wechselbar sein, es wird ein Holzboden werden, der, ja, den man von Set zu Set schieben kann. So ist auf jeden Fall die Vorstellung, die ich da habe. Ein bisschen was in Weiß, im Chevy-Look. Bisschen was auch in Braun und natürlich gibt es auch verschiedene Hintergründe, auch für die Baby-Newborn-Shootings wird es einiges Neues geben, neue Hintergründe, neue Accessoires, neue Möglichkeiten vor allem. Wir können Familien-Shootings viel, viel größer aufziehen, wo es jetzt hier in Neukirchen natürlich alles noch ein bisschen eng ist, haben wir da die Möglichkeit, ach, locker mit 20 Leuten dann vor einem schwarzen Hintergrund zu shooten oder vor einem weißen, da wir 4 bis 5 Meter schwarzen Hintergrund einplanen, beim weißen genauso, dann wird es verschiedene Hintergründe geben, in Holz, in Steinoptik. Der Plan ist vielleicht auch ein Polsterbett mit reinzubringen für Akt- und verdeckten Aktgeschichten oder für Hundeshootings auch sehr cool, ein cooles Polsterbett irgendwie sowas. Und ja, es gibt auf jeden Fall einiges Neues. Genauso wie es nächstes Jahr erste Termine gibt für meinen Lightroom-Workshop, die stehen jetzt fest, die findet ihr auch bei Facebook und auf meiner Homepage auf der Startseite. Da könnt ihr auch die PDF runterladen, wo die Termine vorgestellt werden. Und ja, das werden wahrscheinlich zwei Kurse werden, wo es um Lightroom geht. Einmal ein Grundkurs, wo ich euch die Oberfläche erkläre, und die einzelnen Arbeitsbereiche, die Lightroom da so hergibt. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache. Das haben sich auch viele schon angekündigt. Und ein Einzelcoaching kostet übrigens genauso viel wie ein Gruppenworkshop. Das ist letztendlich für mich nicht mehr Arbeit, finde ich. Und der Input, den ihr erhaltet, ist beim Einzelshooting natürlich ein bisschen intensiver, weil man einzeln auf die Leute natürlich drauf oder auf euch besser eingehen kann. Aber das ist auch der Grund, warum ich die Gruppen sehr klein halte, zwischen 2 und 3 Personen in der Gruppe. Und mehr wird es da nicht geben erstmal. Aber für die Zukunft sind natürlich größere Gruppen geplant. Da das Studio es jetzt einfach hergibt, da Gruppen von 50 Leuten irgendwie teilnehmen zu lassen über eine Leinwand mit einem Beamer und solche Sachen. Also es wird schon sehr spannend das nächste Jahr. Hochzeiten sind auch schon wieder reichlich gebucht. Also wer im nächsten Jahr heiraten möchte und Fotos von uns haben will, der sollte sich sputen und schnell nochmal ein Vorgespräch buchen. Vielleicht ist der Termin ja noch zu haben. Ja, ansonsten das ist eigentlich erstmal das, was ich loswerden wollte. Also, ich werde natürlich mich auch von einigen Hintergrundrollen trennen wieder. Ich habe noch ganz, ganz viele verschiedene Farben. Und die würde ich dann auch euch vermachen. Wer Interesse hat, der kann sich die dann für kleine Kohle abholen. Ich muss da noch aussortieren, es wird nicht alles mitkommen. Ja, das war es erstmal dazu an Informationen. Und ich hoffe, ja, ich wollte euch ein bisschen was über die Planung für das nächste Jahr erzählen. Schaut bei mir auf der Homepage vorbei unter www.schuberts-fotografie.de. Dort findet ihr dann die PDF für die Termine für den ersten Lightroom-Grundkurs. Der zweite folgt. Da bin ich gerade noch dran, das auszuarbeiten.
Und ich würde mich freuen, mit euch zusammenzuarbeiten und einige von euch auch wiederzusehen.